Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego City Cover. Immer weiter mit dem freien Spiel diesmal, nämlich mit der Lego City Bank. Das ist das nächste Rennen. Ja, okay. Wir können neue Skins noch wählen. Wurde nochmal Stream noch angesprochen, dass ich es noch machen könnte. Damit wir mal andere Leute sehen. Und ich dachte so, warum denn nicht? Und ja, kann man hier anscheinend noch leicht machen. Da Trace McCann kennen wir schon. Dann haben wir auf den Standardastronaut. Hier nehmen wir. Hier haben wir gar nicht so viel. Wir haben hier nur den hier. Und halt den eigenen. Der richtig dumm aussieht. Da können wir einen anderen Chase halt, weil ich da nichts anderes habe. Farmer habe ich anscheinend nicht so viel. Und hier können wir noch Jade Crosby nehmen. Haben wir einen anderen Bauarbeiter? Nein. Okay, dann nehmen wir halt auch den zweiten Chase McCain. Und als Zivilist nehmen wir den Jäger. Ja. Und Polizist, genau, den kann ich auch nennen. Aber Rex müssten wir halt behalten, weil ich weiß nicht, ob wir den da nicht mehr brauchen. Dann eine Aufgabe gehen. Für eine Minute verschwendet. Surf Time 5, schmutzige Arbeit. Der letzte war ja Surf Time 4, Battlesmith Dojo, glaube ich. Und ja, dann sind wir jetzt bei einem Drittel der freien Spiele. Und guck mal, wie weit wir noch kommen. Jetzt von diesem Part hier. Genau, wir müssen Sachen machen erstmal. Hey Chase, bist du in der Bank? Ich bin in einem Kanal. Bist du falsch abgebogen? Ah, ich zieh dich nur auf. Ich habe die Bedienungsanleitung für die Farbwaffe gelesen. Und? Ja, erstmal musst du sie an einem Farbwechsler auffüllen. Spitze. Das ist eine Lüge. Allerdings sehe ich hier im Kanal gerade keinen. Entspann dich. Irgendwas sagt mir, dass da unten irgendwo einer... Okay, aktuell müssen wir es noch. Ich habe die ganzen Extras in die Hand. Upsi. Das vergesse ich immer wieder. Wäre echt schön, wenn die einfach anbleiben würden, ne? Achso, Schubwahl kann ich nicht anmachen, natürlich, weil wichtig. Und Umgangsdynamit können wir hier auch nicht machen, weil ja eine Mission. Hoffentlich so. Bekommt die Polizeistation Prozente bei einer Reinigung. Moment, der hier ist doch neu, den kennen wir gar nicht. Astronaut, dann kann man Astronaut. Mensch, danke. Okay. Wir haben bekommen intergalaktische Helden. Cool. Die kenne ich ja aus Lego Worlds. Nice. Das war eine Charaktermarke. Eine Charaktermarke noch. Wir brauchen noch drei Polizeimarken sogar. Und eine Fahrzeugmarke. Das heißt, ich muss wahrscheinlich am besten wieder mit dem Bergarbeiter alles kaputt haben. Warum habe ich euch das Geld da nicht bekommen? Ich bin doch da reingelaufen, hab's mitgenommen. Warum kann ich glaube ich nicht, ne? Ich weiß mir nicht mehr, was ich alles zerstören muss für das alles hier. Okay, anscheinend hier nichts. Dann holen wir uns erstmal den Schlüssel und machen weiter. Lass mich noch durchspielen, danke. Ich will gar nicht wissen, wie dieser Schlüssel in die Kanalisation kommt. Warum nicht? Erzähl mal, Chase. Okay, irgendwie ist das Springen auch wieder ganz komisch gerade. Ich kann da gar nicht vorher springen. Muss ich auch irgendwie erstmal ran sein, damit das funktioniert? So, hier kann ich mich noch ein bisschen erinnern sogar. Dafür wüsste ich gerne, wieso er in dieses Schloss passt. Diese rote Schaltfläche sieht wirklich wichtig aus. Das stimmt. Genau, hier nehme ich das Geld nochmal, weil ich einfach Geld mag. Habe ich nur nie Rückenschwimmen gelernt. Ja, kannst du doch, Chase. Genau, hierfür habe ich einen Rex mit, weil man weiß ja nie, wo man ihn braucht. Ach, wollte ich einfach gedrückt halten? Das geht, also es geht auch langsam. Ah, okay. Das ist ja super. Den Treffen, also ich bin komplett lost. Aber ich würde sagen, entspannt gemacht. So, können wir uns kurz umgucken, weil mit dem nächsten Mal recht schnell kann man das Geld noch einsammeln, ob noch was ist, was wir machen müssten. Also der Ventilator sieht irgendwie noch verdächtig aus, weil halt das Lego ist. Aber hier ist soweit sonst nichts, würde ich sagen. Wir brauchen ja den hier. Man kann anscheinend auch rüberspringen. Und standardmäßig soll man eigentlich da halt am Rand lang gehen, das habe ich doch auch gemacht, aber man kann halt auch rüberspringen. So, ausgemacht. Das gemacht.
Ja, jetzt haben wir... Ach, nicht gleich ein Spiel, danke. Jetzt haben wir wieder diese komischen Kung-Fu-Moves. Das finde ich echt zum Kosten, wenn man sie einfach ausschalten kann. Das ist wirklich nervig. Also ich fand es wirklich besser, als man die nicht hatte. So, wir brauchen hier jetzt den Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau. Wir können dann das machen und können dann hier hochklettern. Und dann kriegen wir hier nur Zähne? Das war's? Ah. Moment, wir brauchen Rex, der war in die Richtung. Hey, es hat geklappt! Ja, Mensch, hätte damit rechnen können. Ein bisschen ernüchternd, dass ich jetzt nichts da bekommen habe, dass die ganze Arbeit umsonst war. Oh, naja. Gehen wir weiter. Bringen die Kiste da hin. Ich glaube, irgendwas war da oben noch mit irgendwo hinspringen, was ich glaube ich noch mal nicht geschafft habe. Was machst du? Das ist dann nur ein Farbwechsler. Okay, gut. Hier war der Farbwechsler gewesen, wusste ich natürlich. Hier ist auch nur Geld, ne? Obwohl, da hinten ist auch noch was. Vielleicht gibt's da noch was. Wie hätte ich denn hier hinkommen sollen? Einfach hier hochspringen oder was? Aber ich hätte hier doch auch das Jetpack gebraucht. Oder hätte ich damit den ganzen Quatsch hier skippen können? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, den 10er sieht er, den 1000er lässt sich jetzt liegen, weil den brauche ich nicht so dringend. Wir brauchen das hier. Einmal aufbrechen, bitte. Ich würde es aber kurz noch interessieren, ob ich vielleicht, ne, das möchte ich nicht, da noch raufschießen kann, weil der halt aus Lego ist, aber nö, anscheinend nicht. Dann gehen wir jetzt hier weiter, würde ich sagen. Bonjour. Chase, ich habe was gefunden. Halt die das Augen mal. Nach roten Farbwechslern auf. Alles klar, rote Farbwechsler. Wow, dieser Smaragd. Er soll der reinste Smaragd der Welt sein. Nicht so ein plumper Klumpen wie die Dinger, die sie aus der Bluebell-Mine bergen. Die sind zwar auch wertvoll, aber kein Vergleich. Wow! Okay, war's das jetzt oder... Bin ich jetzt verwirrt? Weil hier müssen wir gleich was für die Story machen, oder? Das gemacht. Die Feature müssen wir noch einfärben. Ich glaube, das konnten wir in der Story nicht machen. Genau, hier war ein Graben. Aber ich glaube, hier kriegen wir nur den, den Sprengstoff raus, ne? Ja. Den muss ja schon sein. Okay, das hat mir einfach nur Geld da oben. Was finde ich echt zum Kotzen, ey. Das ist so wenig bringt dafür extra an diese Aufgabe. Wir machen Moment, hier ist noch Feuer löschen. Dann müssen wir wahrscheinlich ein paar Feuer löschen, dann kriegen wir auch noch was. Moment, Feuer, wer ist hier? Okay, jetzt bringt es auch nichts. Geht okay, ganz weird alles. Da waren wir schon drin. Da sollen wir nicht rein. Und ich glaube auch nicht, dass Rex der Joker ist. Der durch so ein Zeug auch gehen könnte, weil das ist auch so giftig. Wir kriegen hier die. Was zum. Wer versucht denn da eine Luftmatratze runterzuspülen? Das weiß ich auch nicht. Da müssen wir hin, genau. Da können wir von Rex was aufziehen. Ja, das Geld lasse ich da einfach mal liegen. Moment. Das war irgendwie so Gas geben, genau. Ich könnte auch noch ranspringen. Da ist doch noch eine Ente. Also eine Quietschente. Da auch noch. Warum ist hier ein Zehner? Keine Ahnung. So. Eingefärbt. Ich glaube, man muss stillstehen, um was zu machen irgendwie. Cooler Move. Okay, gedrückt halt geht halt auch. Warum? Das macht keinen Sinn. Ein gelber Farbwechsler, kein roter. Hoffentlich finde ich hier irgendwo noch einen roten. Aber interessant, dass es dafür Dialog gibt, weil man macht das hier im freien Spiel ja. Also man kann es ja erst im freien Spiel machen. Interessant, dass das überhaupt funktioniert. Achso, ich wusste nicht, dass ich hier rutschen muss. Ich
Hier geht das auch. Es dauert nur extrem lange. Okay. Also man soll es spammen, aber wahrscheinlich, damit es einfach leichter ist, ja, kann man das halt auch einfach nur gedrückt halten. Dann dauert es einfach nur lange. Und da wir kein Fan von lange Dauern sind. Okay, gibt es noch was zum Einpflanzen? Ah, doch, Chase McCain Farm war schon richtig hier. Okay, kriegt dafür immer. Ich verstehe es nicht. Roter Farbe, sollen wir aufsprechen, verstehe ich. Okay, da ich nicht damit gerechnet, dass ich runterfalle. Achso, ach, der ist. Stimmt, der gelbe Farbe, ich habe gerade mich gefragt, wofür der überhaupt ist. Der ist für die Enten natürlich. Macht natürlich Sinn. Aber ich frage mich jetzt gerade, wo die letzte Ente ist. Farbwechsler gefunden. Nachdem du die Waffe mit roter Farbe gefüllt hast, kannst du durch das Beschießen grüner Felder elektrische Anlagen ausschalten. Weißt du, das hier erinnert mich ein bisschen an die Zeit, als ich noch Brüche machte. Nur riskiere ich diesmal nicht direkt meinen Hals. Ich lese jetzt mal weiter. Okay. Na, das war schon der richtige Skin dafür. Musste ich da rechts noch was machen? Ja, da ging es ja schon weiter, oder? Da ist so eine Feuertonne. Okay. Habe ich eins übersehen schon? Weil ich meine, wenn wir da hochgehen, sind wir schon im nächsten Bereich. Da würde ich vorher nochmal gucken. Oder ich steht hier hin. Okay, steht hier hin. Alles gut. Dann muss ich hier nochmal gucken. Okay, das soll ich jetzt nicht machen können, weil ich halt keine gelbe Farbe hatte. Wir brauchen jetzt nur eins. Eine Marke und zwei, also, das heißt Marke. Eine Polizeimarke und noch zwei Marken, einmal Charakter und einmal Fahrzeug. Ich habe es ja noch keiner von gesehen. Oder auch nicht wüsste, wo die sein sollen. Können aber doch hier sein, in der Bank an sich. Ich glaube, stimmt, wir haben noch mehrere Bereiche. Hier ist zum Beispiel ein. Ich kann es regelrecht spüren. Der Riesensmaragd ist schon in der Nähe. Und macht mich bald steinreich. Den Relocator, nice. Nicht nötig. Das ist ein Auftragsbruch für einen Privatkäufer, der das Ding unbedingt will. Bau jetzt also ja keinen Mist. Hey, wie soll ich da rauskommen? Der Mist gebaut hat. Ach, es war eine große Schande. Warum das denn? Was ist passiert? Konnte ihn leider nicht mehr beschäftigen. Also haben wir ihn zu den Fischen geschickt. Bitte? Ja, er arbeitet jetzt als Wächter im Aquarium. Also bis später. Genau, zu den Fischen geschickt. So, dann springen wir das gleich auf und sind dann in der Bank drin. Ich glaube, in diesem Part werden wir halt auch nichts mehr im Anschluss. Also, werden wir auch gerade so das Level nur fertig bekommen. Weil die Bank war auch noch ein bisschen größer. Okay, das gemacht. Jetzt kommt nämlich, glaube ich, der Tresor, da müssen wir durch die Bank abhauen. Und da sind dann hoffentlich die letzten zwei Sachen. Polizeimarkenteil und Charaktermarke. Ich finde besser schnell den Smaragd und verdufte dann von hier, sonst erwischen sie mich noch. Hey Chase, hier steht, dass die Waffe noch ganz andere Sachen kann. Mit ihr kann man auch Dinge versilbern. Und wieso mache ich mir dann die Arbeit, eine Bank auszurauben? Kein richtiges Silbermann! Aber es reicht, um Oberflächen glänzen und spiegeln zu lassen. Eignet sich gut gegen Laserstrahlen, kapisch? Ja, das könnte hier ganz hilfreich sein. Das habe ich schon gemacht hier. Gut, füll sie mit silberner Farbe, wenn du einen Wechsler findest. Und halt Ausschau nach dem Riesensmaragd, okay? Meld dich, wenn du da raus bist. Ich glaube, das sind einfach nur die Sachen für das eine Level da. Also nicht für das Level, für die Polizeimarke. So, dann können wir hier lang gehen, aufs Gold kloppen. Gold wird natürlich. Achso, stimmt, hier geht der Laserstrahl lang, habe ich natürlich gesehen. Danke, dass du es erst spawnst, wenn die Gegenstände noch weg sind.
Oben ist noch was beim Leuchten, aber ich glaube, das ist alles so normales Zeug. Au. Okay, nächstes Mal haben wir Quatsch ausgemacht, ne? Ich glaube, hier können wir nur Farbwechsler. Ja, genau, da kriegen wir dann wahrscheinlich hier blau raus. Brauchen wir nicht. Machen wir einfach das und damit fertig. Gut, ja, dann lassen wir noch kaputt klappen. Das habe ich sehr sicher hier gemacht schon, aber wir machen es einfach nochmal auf. Man kann ja aber echt nicht so viel Zeug skippen. Okay, nee. Also es ist halt schon irgendwie, dass die Level relativ, also dass man relativ alles machen muss. Okay. Gab es hier noch was Interessantes? Ach Leute, man könnte fast glauben, die wollen nicht, dass jemand den Smaragd mitgehen lässt. Okay, hier kriegen wir Farbwechsel nochmal. Ja, okay, die müssen wir jetzt drehen, natürlich. Wusste ich das natürlich noch. Achso. Okay, ja, hier. Macht Sinn. Habe ich nicht gesehen. Achso, ich muss einfach noch einmal drücken. Ich habe gedrückt gehalten. Ich weiß natürlich noch genau, wie die ganzen Sachen hier funktionieren. Smaragd stehlen im freien Spiel immer wichtig. Wieder skippen? Nö. Das nenne ich einen Edelstein. Wer auch immer. Ist sogar noch was gespawnt? Ich habe das Geräusch gehört, aber kurz ins Handy geguckt. Ich denke, das wissen die schon viel. Das war's dann wohl mit unentdeckt bleiben. Hm. Okay. Kann ich auf ignorieren? Ja, kann ich. Gut. Warum nicht? Ich glaube, da war auch dieser Raum hier und dann war auch ein Ende, ne? Superstein, stimmt, Superstein müssen wir machen. Au. So, unhöflich von dir, Freund. Und weggetreten. So. Eine Zahl. Vielleicht Teil einer Kombination? Ich hab's nämlich gesehen, oder was heißt, ich hab's gesehen, ich hab's gelernt, durch Kommentare auf YouTube. Hier ist Dreck auf dem Boden, den man wegmachen muss. Fünf Stück? Wahrscheinlich gibt mir das dann eine Marke oder sowas, oder? Also hier die Polizeimarke. Vielleicht aber auch keine Polizeimarke, sondern, eine Charaktermarke oder eine Fahrzeugmarke haben wir, ne? Ja, Fahrzeug, dann kriege ich nicht dieses Fahrzeug. So, gibt da noch irgendwie einen netten Spruch, wenn man hier alles zerstört? Funktioniert natürlich super. Warte, ich glaube, ich mach's einfach mit dem hier schnell. Es geht schneller. Und besser, ich hasse Warteschlangen. Richtig. So, das auch noch gehört. Ist hier noch irgendwo Dreck? Ich habe den Dreck auch null gesehen, muss ich gestehen. So, den Pauschal hatten wir auch schon, ne? Genau, nur zwei Sachen. Dann weiß ich lieber schon, was das letzte ist. Ach, hier ist die Polizeimarke. Also ich weiß nicht, ob das letzte ist, aber... es gab noch einen Kommentar, dass ich einen Speer übersehen habe. Nämlich den hier. Ich habe jetzt wohl genug Steine für den Superbau. Ich glaube, die Steine nehme ich mir trotzdem einfach, damit ich noch welche habe. Und dann kann ich das hier hinpacken.
Okay, wir müssen mehrere Speere sammeln. Verstehe ich natürlich. Okay, wahrscheinlich ist er nicht hier drin. Ist er nicht? Okay. Ah, ist noch ein Snorten-Ding. Das habe ich natürlich auch gesehen. Was kriegen wir denn hier Schönes? Ah, ein Port-Ding natürlich, aber irgendwie. Hier ist kein neuer Speer. Ja. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Klar, wir kommen hier oben raus. Hätten wir damit rechnen können. Ach ja, stimmt, ich habe keinen Sprungangriff. Das ist so schrecklich, dass die anderen Charaktere keinen Sprungangriff haben. Okay, hier gibt's nichts. Hier ist die Charaktermarke. Wie komme ich da rein? Auf dem Bild sieht die Statue um einiges farbenfroher aus. Spannend, ja. Okay. Aber mir fehlt jetzt nur eine Charaktermarke, die ist ja hier. Bandmanager. Wir ziehen heute ein bisschen mal, aber dass hier noch fertig ist, Level. Theoretisch wäre ich ja fertig. Aber, also man kann hier überall noch, dass ich langhange, okay. Wenn hier einmal komplett im Kreis laufen, also. Was ist das hier alles? Also was muss, also sind wir jetzt wieder da, wo wir hochgekommen sind? Das kann natürlich auch sein. Nee, ich bin auf der anderen Seite tatsächlich, okay. War mir doch so. Also hier sind die Bilder, wie das aussehen soll. Hiermit mache ich dann den, achso, hier kann ich ja wahrscheinlich zwei Farbwerks anmachen. Also hier ist ja der blaue, dann brauche ich noch den braunen irgendwo. Okay, ich kann nicht einmal komplett rumlaufen. Hier ist Ende, natürlich. So. Das gemacht. Dann können wir hier auch noch reingehen. Was mich wundert, hier ist halt noch so ein weiterer Speer, sag ich mal. Also halt wieder so ein Gegenstand. Warum ist der hier? Wenn ich doch alles habe. So, hier ist nochmal die Statue markiert. Und hier ist dann wahrscheinlich auch der... Okay, der Farbwechsel ist hier sogar schon aktiv. Kann ich hier mal drücken? Können wir noch ein bisschen Geld, ne? Ja, das war's auch schon. Können wir runterspringen. Mal gucken, was uns das bringt. Geld. Nicht mal viel. Ah, okay. Spreche nach Lego City zurückkehren. Das ist jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt nicht die Superscheine geholt. Stimmt, aber egal. Wenn ich welche brauche, kann ich nochmal anders haben. Ich glaube, im Barry Smith Dojo geht es auch recht schnell, weil da sind halt 40.000. Intergalaktische Helden. Freigeschaltet. Wir haben den Relocator freigeschaltet. Wir haben freigeschaltet den Bankmanager. Spezialmarke haben wir natürlich auch. Und dafür können wir noch einen goldenen Stein. Ich würde sagen, zurück nach Lego City. Lego City, da ist die Raketen. Was ist denn das? Hochhaus? Die Rakete im Hochhaus von Blackwell? Genau, dann würde ich sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.